Hey Leute, ich habe ein kleines Problem. Und zwar hat Marie heute Geburtstag und ich habe kein einziges Geschenk. Und ich weiß auch nicht, wie ich das holen soll. Wenn ich mit dem Auto hinfahre irgendwo, kriegt sie das mit. Wenn ich das bei Amazon bestelle, kriegt sie das mit. Sie kriegt es immer mit. Und das Problem ist dann auch noch, irgendwie will sie gar nichts haben. Alles, was sie gerne haben würde, hat sie schon. Deko kennt ihr vielleicht. Alles voll schon. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich irgendwas für sie finde. Zum Glück bin ich ja morgens immer unterwegs und auf meiner Strecke liegt dann auch noch irgendwo so ein kleiner Einkaufsladen. Da gehe ich dann gleich mal rein. Was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, dass wir, da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, mal eine hat mit der Color Magic oder Color Line oder Stena Line. Das bietet sich sogar an. Wir sind ja hier in Kiel und von hier aus fährt dann die Stena Line auch gleich weg. Einmal nach Norwegen oder Schweden. 3 Tage ist man unterwegs mit Übernachtung und allem drum und dran. Das könnte ganz nett werden. Wie kann ich das bestellen, ohne dass sie das mitbekommt? Vielleicht einen Gutschein. Ich mache einen Gutschein selbst. Und irgendwelche Düfte mag die auch immer ganz gerne. Mal sehen, ob ich da was finde. Ich wusste gar nicht, dass die auch einen Duft hat. Und gleich noch eine. Überhaupt nicht aus. Keine Ahnung. Helene Fischer, soll ich das nehmen? Oder Shirin David? Oder Christina Aguilera? Ich denke mal, ich nehme das hier. Helene Fischer findet sie auch, glaube ich, ganz gut. Vielleicht riecht die auch gut. Keine Ahnung. Ich glaube, das wäre auch nicht schlecht hier. Eine neue Strandmuschel, die haben wir irgendwann mal versiebt und sie braucht eigentlich gerne mal was für einen Strand, wo sie sich nicht immer in die Sonne legen muss und auch ein bisschen Schatten hat. Eine Strandmuschel gibt es dazu. Ich glaube, die Idee ist auch gut. Und noch eine tolle Geburtstagskarte dazu. Die deutet ja dann auch ein bisschen auf die Schiffsreise hin. So, da habe ich doch jetzt noch einiges gefunden. 2 Strandmuscheln. So ein echt tolles Geschenk. Das habe ich noch schnell ein bisschen zusammengepackt. Dieser Scherz ist nun weit genug gegangen. Das schenke ich meiner Frau zum Geburtstag. Und dann habe ich dazu noch, na, wo ist es denn? Ach übrigens, die Strandmuscheln. Die Idee fand ich gar nicht so doof, weil nämlich, als wir das letzte Mal am Strand waren, da hat Marie sich ja glatt einen Sonnenbrand eingefangen. Nur einen kleinen, aber immerhin. Und unsere letzte Strandmuschel, die war so kompliziert zusammenzudrehen. Ich glaube, die haben wir verschenkt oder weggeworfen, weiß ich nicht mehr. Ne, weggeworfen haben wir sie nicht. Aber sie gingen einfach nicht mehr zusammen. Mit denen geht es ein bisschen einfacher. Und dann habe ich noch so eine tolle Geburtstagskarte gekauft. Und das werde ich auch als Gutschein verwenden für unsere Fahrt mit der Color Magic. Da werden wir dann mal 3 Tage unterwegs sein und das schenke ich Marie zum Geburtstag. Nun weiß ich allerdings nicht, wie ich die Dinger hier einwickeln soll. Ich glaube, die werden immer nicht eingewickelt. Ist doch praktisch, so ein Morgenspaziergang. Man kann unterwegs noch ein paar Sachen erledigen. Zum Beispiel für die Frau ein paar Geschenke kaufen, weil sie Geburtstag hat und man das sonst nicht hinkriegt. Aber es ist auch wirklich ein Problem. Wie ist denn das bei euch eigentlich? Was schenkt ihr denn euren Frauen, beziehungsweise für die Jüngeren? Was schenkt ihr eurer Mutter zum Geburtstag? Bei Ash und Max war das so. Ich glaube, die haben auch beide kein Geschenk. Also, die haben das mit dem Geburtstag, glaube ich, noch nicht so auf der Reihe. So, und jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich habe hier alles schon mal so ein bisschen hingelegt. Die beiden Strandmuscheln. Und das. Und die Karte. So, und da ist sie auch schon. Herzlichen Glückwunsch, mein Schnucki. Hatten wir heute Morgen mitgebracht. Schon. Komm, geh mal ins Wohnzimmer, da kannst du es sehen. Oh nein, Schnucki, was ist das denn? Ich habe was geholt für uns, für dich. Das ist gut hier. Guck mal. So haben wir 2. Ja, eine für mich. Die kriegst du gleich mitgeschenkt. Die kannst du mir dann immer ausleihen. Oder? Man braucht nur eine Strandmuschel doch, oder? Ja, aber wir sind ja immer zu viert am Strand. Ach und so, okay. Dann braucht man bestimmt 2. Cool. Deswegen habe ich mir natürlich gedacht, nehmen wir 2. Und deswegen warst du so lange weg. Ich habe mich schon gewundert, wo du bleibst. Ja, große Runde. Die dauert immer ein bisschen länger, ne? Ein Gutschein? Was ist ein Gutschein? Naja. Liest es doch durch. Oh Gott. Fahren wir damit? Jo, da fahren wir mit. Okay. Also, das habe ich geschrieben hier. Liebe Marie, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und viel Spaß mit sonnigen Tagen auf der Color Magic. Ein Gutschein, deine Männer Ash, Max und Adrian. Danke. Bitteschön. Freust du dich auf deine Fahrt auf der Color Magic? Ja, ui, kriegen wir Schwimmwesten. Nein, die geht auch nicht unter. Und wenn sie untergeht, steht sie sowieso auf der Ostsee gleich auf dem Grund und guckt oben noch raus. Ach, okay. Die ist ja flach, das ist nur ein See. Cool, ein Ostsee. Und da steht noch was für dich. Guck mal hier. Wow, das ist ja cool. Und du hast schon gedacht, du kriegst nichts zum Geburtstag, ne? Wäre auch nicht schlimm. Du hast ja uns, ne? Ich hab ja euch. Was für ein tolles Geschenk. Ja. Ich glaube, ich brauche eine Schere gleich, oder? Na, das kriegst du auch so auf. Ich glaube, ich weiß schon, was es ist. Na, dann rat mal. Was ist das denn? Parfum. Echt? Parfum? Dann brauchst du es ja nicht mehr auspacken. Ich sag immer Parfum. 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 Nun bin ich ja gespannt. Von Helene Fischer? Sie hat ein Parfum? Das wusste ich jetzt nicht.
Wie cool ist das denn? Ich rieche das. Und? Mal. Was sagst du? Ich mag die ganz gerne. Dankeschön. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich finde sie gut, ne? Ja. Aber ich habe mich auch gefragt, riecht die auch gut? Naja. Ich denke, da gehe ich von aus, dass die gut riecht, ja. Ich hoffe, dass es was Frisches ist. Ich musste mich dadurch hunderte von Duftnoten. Nein, eigentlich habe ich nur 2, 3 ausprobiert. Das ist ja cool. Und? Oh, das riecht aber sehr gut. Das wusste ich gar nicht. Volltreffer. Sehr gut. Das riecht total gut. Okay. Oh, das ist doch toll, wenn so ein Geburtstagsgeschenk mal ins Schwarze trifft, oder? Ja, danke schön. Das riecht sehr gut. Gut. So, cool. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Wie alt ist denn geworden? 29? Mhm. Naja, ich bin ja. Ne, das bin ich ja 39. Ich bin 29. 10 Jahre jünger. Naja, man wird halt immer jünger, ne? Okay, so, das war's jetzt auch hier mit meinem Video und mit dem kleinen Geburtstagsgeschenk hier für Mine Flu, ja. Also für Mine Chat, also Mine Marie. Dankeschön. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.